Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Creativeverse mit der Fine. Hallo. Und wir haben ja in der letzten Folge am Ende dann hier angefangen, unseren Park ein bisschen zu planen und sind natürlich auch da auf ein paar Punkte gestoßen, die wir ja jetzt so ein bisschen in Angriff nehmen werden, oder beziehungsweise unsere Fine wahrscheinlich eher in Angriff nehmen wird, da sie ja sowieso eher mit diesen Blueprints arbeitet als ich. Ich glaube, ich würde mich während der Aufbauarbeiten nur die ganze Zeit aufregen. Weil mir das wieder nicht gefällt und das wieder nicht gefällt und das wieder nicht gefällt. Ja, ich bin ja da so, kennt mich ja mittlerweile. Und ja, in dieser Folge, wie gesagt, wir stellen jetzt den Weg hier noch fertig. Zumindest bis hier hinter erstmal. Und dann beginnen wir mit unserem zweiten Community House. Und wer dann dort einziehen wird, das werdet ihr erst in ein paar Folgen wieder erfahren. So, und unsere gute Fine, was plant die denn jetzt so? Ach, mal schauen. Mal gucken. Mal gucken. Ja, hast du schon mal geguckt, ob du in deinen Gisten noch die Bauanleitungen hast für das Washing Well? Ich habe die Bauanleitung in der Kiste. Ich habe es ja nie benutzt. Okay. Gut, auch wenn ich es benutze, habe ich es ja selbst in den Anleitungen drin. Nee, ich wollte es eigentlich auch dorthin stellen, wo ich den Baum habe. Hab dann aber gesagt, nee, gefiel mir nicht so. Okay. Nee. Ja, weil du wolltest ja oben mal das Blueprint hinstellen, damit wir uns vielleicht da mal überlegen können, wo wir die verschiedenen Objekte wie Gazpo oder Washing Well hinstellen. Ja, ist gut. Oder hast du den in der zugänglichen Kiste, dann kann ich mir den ja auch holen. Ich weiß nicht, ob die Kiste freigeschalten ist. Ah, okay. Ja gut, sonst lass es, sonst machen wir es mal zum späteren Zeitpunkt. Das rennt uns ja jetzt nicht weg. Jetzt bin ich auf dem Weg dahin, also... Oh, entschuldige bitte, das war nicht geplant. Da war mein vorlautes Mundwerk ein bisschen schneller. Ja, weil bei dir ist es immer so, es muss sofort sein, weißt du, und egal, was ich gerade mache. Nee, das war ja so nicht geplant, deswegen entschuldige ich mich auch dafür. Das war so jetzt nicht geplant gewesen. So, und den Sandstein sagtest du, den darf ich ja behalten, ne? Ja, hab ich schon gesagt. Frag ja nur nochmal nach. So, da haben wir das wenigstens erstmal. So, hier weg, hier rüber. So, die habe ich ja auch schon gesetzt. Er kann ja oben wenigstens noch weitersetzen, solange der Kleber jetzt benötigt, bis er. Ja, ob es der Honig dann zu Kleber entwickelt sich hat, sagen wir es mal so. Ja, und hier noch einen hin. 1, 2, 3, 4. Dahin. Und dann setzen wir das jetzt erstmal so weiter. Kann ich das ja schon mal aussehen. Willst du nur den Washing Bell hinhaben? Das ist ja eben halt die gute Frage. Weil du hast ja, ich weiß ja nicht, was ist ein größer? Du kennst dich da ein bisschen besser aus, der Gazpo oder dieser Washing Well? Siehst du? Nee, leider noch nicht. Muss ich das selber aktivieren? Nee, wenn du es aktivierst, dann siehst du ja nur die Steine. Achso. Bau mal ab, stell mal hin. Kannst leider nicht abbauen. Ah, jetzt sehe ich es. Jetzt sehe ich es nicht mehr. Ui. Da war es wieder. Immer nur für einen ganz kurzen Augenblick. Ist ganz schön groß, das Gerät, hä? Ja. Musst du entscheiden, mit Klicker, ja, ich sehe es leider nicht mehr. Also für mich ist es leider nicht mehr erkennbar. Oh, jetzt, aha, ja, warte mal. Jetzt sehe ich es.
Ja, ist ein ganz schönes Objekt. Aber es passt an sich auch ganz gut hier hin. So, Ja, guck vergiss mal. nicht, es ist weiß, ja? Ich ändere da nie irgendwas in Holzfarben um. Brauchst du ja an sich auch gar nicht. So, es Weil das geht an sieht dann sich auch. furchtbar aus, finde ich. Sieht an sich auch gar nicht. Na gut, hier drüben geht es ein bisschen drüber. Das stört Ja, mein ja. Gott, da tut Das man einfach stört was aber aufscheffeln die. und gut ist. Genau, hier kann man ja aufschütten. Das ist ja nicht das Thema. Ja, finde ich eigentlich ganz gut hier, würde ich fast sagen. Oder gefällt es dir Ja, dann nicht? baut man hierher. Und Was wo noch? gibt's denn, hat der hier einen Eingang oder hat der hier keinen Eingang? Der hat auf allen Seiten Ach, Eingänge. der hat. Guck doch einfach mal Blueprint und dann guckst du dir das an, wie es Okay. fertig aussieht, und das hat keinen richtigen Eingang. Okay. Also machen wir so. Ja, würde ich fast sagen. Also, ich finde den, der passt eigentlich ganz gut hier hin, dass man das so machen kann. Denke mal, ich habe auch alles jetzt mit Erde aufgefüllt. Dadurch, dass er ja vor dann ja sowieso nochmal ein Haus entsteht, ein Gebäude. Kann ich mir auch vorstellen, dass das sowieso von der Wucht etwas rausgenommen dann wird. Wenn man dann noch verschiedene Pflanzen hinstellt und sonstiges, könnte ich mir vorstellen, dass er dann diese Wucht auch weggenommen wird. So, Kannst du da mal 4 Feuerschalen bitte machen? ihr Feuerschalen, na sehr gerne. Mhm. Kurz, Blueprints, da ist er. Oh, nö. Aha. Bedrock Wall, Glas, Limestone und Diamant. Ich habe leider von allen Steinen, die benötigt werden, gar keine dabei. Ich habe eine Limestone Wall, die bringt uns aber nichts. Um eine Bedrock Wall herzustellen, schauen wir mal ganz kurz. Hier haben wir das hier. Genau, dafür brauchen wir Bedrock, den habe ich ja sogar in Massen da. Läuft nämlich da mal zwei Steine mit. So, vier Feuerschalen möchtest du haben? Brauchst du die für den Bau? Wurde mir gar nicht angezeigt. Aber Steinfeuerschalen, glaube ich, oder? Also egal, kann ich abändern. Feuerschalen sind hier. Ah, habe ich sogar alle Materialien mit. So, da habe ich direkt mal welche hergestellt. Und soll ich dir dann direkt mal ein bisschen Bedrock Wall herstellen? Wenn du magst. Geschwind. Ach so, wie viel brauchst du da überhaupt noch viel davon? Denke schon. So, pass auf, dann Bettdruck wollen wir mal hier. So, ich habe mal 200 Stück hergestellt. Ich würde mal alles hier drüben hinlegen wollen. Bettdruck Wall. Und die vier Feuerpits. Schön. Danke. Ja, sehr gerne doch. So, und wir haben uns selber gleich nochmal ein wenig Cobblestone hergestellt, um hier den Wegbau noch zu beenden. So. Zack, Hammer. So, und ich habe vergessen, auf die Uhr zu gucken. Naja, da wird die Folge wahrscheinlich ein bisschen Überlänge haben. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Hopp,
Hopp, hopp, hopp. Achso. In die falsche Richtung, ich muss in die Richtung laufen. Da es ja hier weitergeht. Oh, da gibt es Pilze. Die nehmen wir natürlich dankend mit. Und jetzt noch hier die Reihen reingeklatscht. Mal gucken. Vielleicht reicht der Cobblestone. Ich bezweifle es zwar. Den Reihen wären ja auch 90. Ja, wobei doch, guck mal, das reicht. Ich gehe kaputt. Ich gehe kaputt. Es reicht. Juhu. Gut, da haben wir jetzt den Weg auch erstmal fertig. Dann können wir ja jetzt quasi auch anfangen mit dem Community House. Warte mal, ich hatte noch hier Quackwood gehabt. Da wollte ich doch ganz gerne noch was probieren, und zwar können wir doch hier so eine formschöne Hecke langziehen. Da sieht das auch nicht so grau und trist aus. So, und pass auf, und die übrigen 16 Cobblestones, die klatsche ich jetzt hier rein. Hier geht ja dann der Weg zur Herberge hinter, zumindest einer von zwei. Der andere wird ja dann hinterm Lager lang führen. Guck mal, da haben wir das auch gleich aufgebraucht. Da ist das auch direkt weg. Wunderbar. So. Schauen wir mal, was die gute Fini hier macht. Kann man ihr helfen? Oh, was kommt denn da rein? Ist das Glas? Glas. Tatsache. Soll ich denn schon mal ein bisschen Glas organisieren? Ah, ich hab welches einstecken. Hast welches einstecken? Okay. Gut, dann bauen wir einfach hier oben jetzt ein neues Community House. Ich überlege bloß eben halt immer noch, baue ich so ein kleineres oder baue ich es quasi groß und um die Ecke, und wir bauen dann einfach von hier hinten, von der Seite. Dann kommen ja auch noch Häuser hin. Na? So, dann wäre hier oben quasi noch eine zweite Etage. Da wäre der Marktplatz. Da könnte man hier oben vielleicht auch noch mal so rumziehen. Das würde vielleicht ganz gut klappen. Gut, da gibt es dann eben halt einen kleinen Garten mit dran. Wäre ja jetzt auch nicht so schlimm. Dann bin ich der Meinung, baue ich einfach mal bis hierhin. Einfach ab. Zack, zack, zack. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob das. Nee, dürfte ich glaube noch eins tiefer müssen. Ja, natürlich muss ich noch eins tiefer. Gut, dann machen wir das auch prompt. Bauen wir hier noch eins tiefer runter. Dann ziehen wir das einfach, das Haus hier ums Eck drum. Drumherum. Mal gucken, ob wir daraus ein ganz normales Wohngebäude machen oder irgendwelche und Gebäude mit Sonderleistungen. Das hört sich schon wieder so falsch an. Gebäude mit Sonderleistungen. Gut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier haben wir also eine ungerade Zahl. Dann möchte man hier also auch eine ungerade Zahl machen. Da haben wir hier also, je nachdem, ob man hier einen Grünstreifen, wobei ich doch, ich würde hier einen Grünstreifen lassen wollen. So. So, guck mal, dann können wir das hier schon weiterziehen. So, da haben wir hier 1. Bei 3. Ja. 5. 6.8 und 9. So, und von hier aus gehen wir einfach wieder nach vorne. Da können wir auf beiden Seiten dann diesbezüglich wie so eine Art Giebel wieder oben langsetzen, also so eine Slab-Reihe. Ich finde das immer ganz niedlich gemacht. Zumal wir dann auch den Vorteil haben, weil ich den Vorteil habe, da ich ja gerne auf dieses Fachwerk baue, oder versuche zu bauen, nennen wir es mal lieber so, dass man dann eben halt einen schönen Mittelbalken hochziehen kann. Ich möchte mal vielleicht mal gucken, inwiefern ich jetzt nach vorne noch muss. Achso, es würde sich sowieso ergeben. Okay. Hopp, einmal runter bitte. Dankeschön.
Da 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 bam ba da 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 di da dam. Oh, da klatsch mal einfach hier mal ganz toll die Erde weg. Haben wir gemacht. Und dann können wir hier, warte mal, eins, warte mal, drei. Drei, eins, zwei, drei, vierer. Da können wir doch auch wieder hier so ein, ja, wie gesagt, ich nenne die mal Bagger, hier hinsetzen. Da übrigt uns ein bisschen die Arbeit. Hallo Bessie, du auch mal wieder hier. So, dann haben wir genau noch eine Reihe übrig an Erde. Ja klar, wir haben ja 9 gebaut, 7 ist ja der Abbauintervall. Da passt das. So, gleiches Spiel können wir noch auf der Seite machen. Vorausgesetzt 1, 2, 3, die 4 wäre da oben. So, wollen wir mal kurz mir das angucken. Das passt. So. Bleibt noch eine Reihe. Ne, stimmt nicht. Fast eine Reihe übrig, bisschen mehr. So, hier fliegt das Gras in der Luft. Ne, da flog das Gras in der Luft. Jetzt ist es wieder weg. Findest du das eigentlich mit dem Blueprints bauen besser oder ist es für dich nur um halt auch mal was zu erschaffen, was du so nicht kommen würdest? Jetzt, ne? Ja, zum Beispiel, willst jetzt eben halt so ein Teil bauen, was du jetzt gerade dort herrichtest. Hättest du selber alleine die Idee, sowas zu gestalten, oder würdest du sagen, nee, wäre gar nicht so meins? Stell ich jetzt nie, klar kann ich das so alleine bauen. Zwar jetzt nie ungefähr in der Größe. Aber so an sich. Warum nicht? Wäre das für dich gar kein Problem? Doch, aber super. Wenn du noch Bedrock Wall brauchst, musst du es mir sagen, dann stelle ich dir sehr gerne nochmal welche her. So. Und dann einmal noch hier lang. Ups, der war zu viel. Ja, jetzt ruckelt es gerade wieder ein bisschen. Aber gestern hat es ja gesagt, es hat extrem geruckelt, das Spiel. Heute geht's eigentlich, oder? Ja, eigentlich schon, ja. Also ich habe gestern bei der Fine mal kurz mit reingeschaut. So, das hat wirklich ganz schön gestern gearbeitet, möchte ich es fast nennen. Das Spiel. Ich weiß, dass du das Spiel meinst. Naja, klar. So, gestern war schon nicht mehr schön gewesen. Zumal man ist ja dann ständig auch vom Dach geflogen und. Ich habe ja gestern unseren Freitagsstream nachgeholt, weil ich am Freitag nicht konnte. Haben das ja auf den Sonntag verschoben. Dann haben wir ja erst ein bisschen Stardew Valley gespielt und danach sind wir nochmal in Creativos reingegangen, um hier im Twitch-Dorf das Dach von dem größeren Haus fertigzustellen. Weil das war ja bis jetzt noch die ganze Zeit offen gewesen, also es lag zumindest die ganze Zeit noch brach. Und da hatte ich zumindest das Gefühl gehabt, dass das immer nur so zeitweise mal war, wo das so extrem, naja, sagen wir mal, geleckt hat. Kann man es ja so nennen, wie es Kannst du ist. mir noch ein bisschen Bedrock durchgeben? Aber natürlich kann ich das. Einen kleinen Augenblick bitte. Bitte warten. Ihr Bedrock wird hergestellt. Wo haben wir es? Da. So, 192, mehr kann ich dir leider nicht geben. Müsste ich erst neues Bedrock Denke mal, das holen. wird reichen. So,
Tüte 1, Tüte 2. Bitte sehr. Da war nur eine Tüte. Ja, aber mit zwei Inhalten, oder? Ja, ja. Na, siehst du. Aber aus meiner Perspektive sieht es halt so aus, als würde ich zwei Tüten auf den Boden werfen. So, da hauen wir jetzt hier noch die Erde weg. Stück. Super. Hopp. Super. So, und da haben wir dann hier unseren, dann hier quasi dieses Washing Well. Dank, hier würde das Haus stehen, das würde dann mit dem Dach abschließen und dann haue ich hier diesbezüglich nur so eine Böschungskante ran, da passt das wieder. Und hier würde ich fast überlegen, dass wir hier mal eine, also zwar auch wieder Fachwerk bauen, aber eben halt nicht, wie ich hier unten immer baue, erst mit dieser Steinmonumenten, sondern dass man hier vielleicht direkt eine, ja, so eine Lehmteilung baut. Vielleicht hier unten, das könnte man machen, dass man vorne Teil, den vorderen Teil einfach so lässt und den hinteren Teil vielleicht standardtechnisch baut. Muss ich mal gucken, habe ich, nee, habe ich natürlich nicht, herstellen kann ich ihn aber. Dafür habe ich alle Materialien mit. Stellen wir mal 88 her, mal gucken, ob das vielleicht reicht. So, dann machen wir also einmal hier hin. 3. Hier 5. So, jetzt muss ich gucken. Wie viel. Upsala. 1, 2, 3, 4. Nee, ne? Der rechte ist ein bisschen höher. Möchte man ja mit in die Planung mit einfließen lassen. So, wie viele Steine haben wir denn jetzt hier dazwischen? 1, 2, 3, 4. Ja, schön, hat es wieder geruckelt. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Steine. Das könnte, oder das würde dann zumindest heißen, man könnte von hier aus wieder 2 lassen. Würde einer hier hinkommen, wieder 2 lassen, würde hier hinkommen, das würde funktionieren. Ja, eine andere Möglichkeit gäbe es sogar gar nicht. Man könnte jetzt bei 4 noch einen hinmachen. Das wäre jetzt quasi. Das wäre die 4, wäre hier mal die 5. Dann hätte man aber jetzt hier nur 3. Ne, man müsste das so machen. Das geht nicht anders. Okay. Noch ein. Und dann das gleiche Spiel nochmal auf der Seite. Dann hätte man hier die Säulen. Wir haben es hier drunten immer mit 4 Seiten gemacht, ne? Hm, genau. Ist eben halt, wie gesagt, hier nicht unbedingt umsetzbar. Beziehungsweise 3, 4, dann würde die Säule, wie gesagt, hier stehen. Und dann hätte man hier 1, 2, eine Dreier-Säule nur. Müsste man jetzt noch eins Ganzes ransetzen. Dann komme ich aber zu nah an das Gerät, oder an das Bauwerk ran. Das möchte ich nicht. Deswegen lassen wir das jetzt so. Okay. Und das gleiche Spiel ist noch auf der anderen Seite. Also. 2, 3, 4. 5er. Ich glaube, das ist jetzt fast zu hoch gewesen, oder? Gucken wir mal. Ja, das ist eins zu hoch. So, jetzt sind also 5 insgesamt. So, dann 2 freilassen. Dann kommt einer hier hin. Wieder 2 freilassen, einer hier hin. Ja, ich weiß, da waren Pilze. Da ist das halt jetzt so. Und 2, nochmal 2. Und dann, aha, haben wir hier schon mal ein Problem wieder. Oh, was heißt ein Problem? Zumindest halt, hier müsste man sich eine andere Lösung überlegen. Hm.
Theoretisch müsste er ja auf der Seite stehen, was ja nicht umsetzbar ist. Oder es wäre umsetzbar, wenn wir die, wenn man wieder das Thema, dass die Steine nicht passen. Ich setze den jetzt erstmal dahin, so wie es ja geplant wäre. Zwei, 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 zwei. Gefällt mir nicht, gefällt mir nicht. Immer noch mal anders, wenn man das jetzt. Dann hätten wir jetzt hier auf der Seite 3. Hier würde es funktionieren. So, und dann müsste man quasi eine Säule hier hinsetzen und die nächste Säule müsste man dann hier hinsetzen. Ja gut, dann haben wir eben halt ein Dreier dabei, dann ist es halt so. Da kräht auch kein Hahn danach. So, machen wir es halt so. Ich denke mal, das Endbild ist dann entscheidend. Alles andere ist erstmal zweitrangig. Gut, da setze ich aber trotz alledem die Säulen nach. Nee, pass auf, ich setze die Säulen nach außen. Einfach an die Stelle. So. Dann haut das nämlich auch wieder hin. Genau. So. Da haben wir das. Normalerweise würde ich jetzt hier die Erde rausnehmen, um da eine Wand hinzuziehen. Da aber hier noch Gebäude hinkommen, könnte das eventuell auch, sagen wir mal, sinnfrei werden. Deswegen lasse ich es am besten gleich erstmal. Das kann man dann nachträglich immer noch umändern. Gut, da haben wir das, das, das. So, und jetzt muss ich mir noch Gedanken machen wegen hier. Da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toll, geruckelt. Schon wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dazwischen. Wie machen wir das jetzt? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ups. So. Jetzt hier 3. Ruckel, ruckel. Was denn jetzt los? Ruckelt das bei dir gerade auch so schlimm? Sechs, acht, neun, zehn. Bitte jetzt auf immer O plus auf eine gerade Zahl, obwohl wir ja ungerade gebaut haben. Das verstehe ich ja mal nie. Hier schon verrechnet haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, Tatsache, ich habe mich hier schon verrechnet. Ja gut, dann ist es halt jetzt so. Dann haben wir eben halt eine gerade Zahl. Da gibt es halt ein gerades Dach. So. Das heißt also, nach der Aufnahme möchte man dann mal neu laden, hä? So, hast du Silkstone? Welches das ist? Silzo, das ist die Ja, Tropfstein-Dinger, den ne? brauche ich. Hast du den zufällig? Glaube ja, warte mal, ich gehe gleich mal in meine Kiste, in meine große Kiste gucken. 2, 3, 4, upsala, da fehlt noch einer. Na komm, ab und ab, ab. Nein, das war nicht richtig. So, so, ich gehe mal schnell in meine Kiste gucken. Einen Moment bitte. Brauchst du den Rohstoff oder den weiterverarbeiteten Stein davon? Wie weiterverarbeitete Stein. Den, Achso, den du das. abbaust, einfach nur. Sagtest du Siltstone oder Stalaktit? Nee, sollst du. Ach hier, Siltstone. Da habe ich 99er Stack davon.
denke mal, das dürfte ja vielleicht auch reichen. Naja. Ich wollte noch Lampen setzen, fällt mir gerade ein, aber ich denke mal, wenn ich die Gebäude baue, dann kommt genug Licht rein. So, du bist da oben. Du brauchst den bestimmt auch da oben, oder? Und hopp. Ah, so. Mal kurz die Eisenwand hier geknutscht. Guten Tag. So, und einmal abladen, und zwar den hier. Bitte sehr. Danke. Gerne doch. So, Freunde, da haben wir das jetzt so. Und wie gesagt, das wäre jetzt der Grundbau von dem Gebäude. Ich überlege gerade, ob wir hier einfach hier noch eine Säule reinsetzen, quasi das als späteren Anbau deklarieren, wäre vielleicht die sinnvollste Möglichkeit. Da sehe. Erstmal das Gebäude bauen und dann das hier einfach separat mit dran. Ja, das können wir eigentlich machen. Das heißt, wir müssen erstmal wieder hier Treppen an Crew herstellen, weil wir diese ja benötigen, um wieder hier Form schön ranzubasteln, und zwar so. So, ich baue jetzt noch die Stufen jetzt hier noch ran, die ja quasi da als Brücke dienen. Ich überlege gerade, habe ich das überhaupt jetzt richtig gemacht? Mal kurz rechnen. Hier käme das Fenster rein. Also hier kommt der Fußboden rein, ein Stein wäre, also wir wären auf der Höhe. Dann kommt hier das Fenster rein, ja, haut hin. Gut. In der Entfernung konnte man schön sehen, wie so der Chamäleon gerade die Fassung verlor und einfach mal durch die Luft glitt. Immer herrlich aus, wenn die dann einfach mal so mir nichts, dir nichts durch die Botanik Ja, da ist fliegen. hinten auch gerade ein Schwein. Das Schwein ist dort hinten auch gerade in die Luft gesprungen. Passiert hier aber relativ oft. Zumindest auch mir selber passiert das auch hin und wieder mal, dass ich einfach mal irgendwo hinspringe und im nächsten Augenblick dann auch hoch katapultiert werde, obwohl wir die Schwerkraft ja eigentlich normal gelassen haben. Die haben wir ja nicht abgeändert. Kann man die Schwerkraft verändern? Also ich habe bei einem anderen YouTuber gesehen, der hat die Schwerkraft wahrscheinlich minimiert. Also wenn der gesprungen ist, dann ist der einige Felder hochgeflogen. Also nicht nur die üblichen zwei, die man ja springen kann, sondern wirklich einige mehr. Deswegen gehe ich davon aus, dass man das kann. Und ich bilde mir auch ein, wo wir Genau. damals die Pro-Version bekommen haben und unsere erste Map da neu erstellt hatten, dass wir uns da bei den Einstellungen darüber auch belesen hatten. Bilde ich mir zumindest ein. Das weiß ich nicht mehr. Ja, es liegt so lange her. Viele Monde liegen mittlerweile dazwischen. Also der da. Der da, der da, der da und der da auch. Und. Ah, schade, ich habe keine Treppen mehr. Ja, Was für nochmal. welche nimmst du denn? Ich nehme ganz normale Steintreppen. Kurz mal neue hergestellt. So. Jetzt noch das auf der Seite. Na komm. Top. Top. Und dann noch da. Hier. Kann sein, dass wir den Durchgang dann später nochmal abreißen werden. Das kann passieren. Das wird sich aber mit der Zeit erst zeigen. So. Und dann. Na komm. Hui, Feuerwerk! Hat ein Feuerwerk geöffnet hier? Was? Machst du hier gerade Feuerwerk? Nö. Hier ist aber Nö, Feuerwerk. das ist, weil ich das Ding komplett fertig gebaut habe. Aha, und da kommt immer Feuerwerk. Wahrscheinlich schon. Hast du wohl gar nicht gesehen? Nö.
sah interessant aus, waren richtig, also war richtig, Nee, hier habe ich es gerade schon gesehen. achso, war gerade richtig Bambule. So, Freunde. Da haben wir jetzt hier unseren Washing Well. Ja, schon wieder Feuerwerk. Das kann ich anschalten, wenn ich das will. Cool aus. Oh. Nochmal, Schön. nochmal, nochmal. Warte, mach's nochmal an. So, hier müsste man natürlich Treppen bauen, ne? Hui, Ist klar. toll. Ich will das mal ganz kurz. Ja, ich weiß, wir ziehen hier die Folge extrem heute in die Länge. Das ist jetzt zweitrangig erstmal. So, mach doch noch mal bitte. War noch nicht weit genug weg. Hui, hui, Sag mal. hui. Toll. Folgt mich anscheinend. So, bitte jetzt noch einmal. Wirbel, Na. wirbel. Jetzt geht's nicht mehr. Doch jetzt. Schön. Gut, da haben wir jetzt ja quasi hier ein Washing Well gebaut und das nächste Community-Gebäude wartet hier auch schon darauf, Ich will das fertiggestellt gar zu nicht werden. abreißen, weil ich das so toll finde. Hier müsste man theoretisch aber noch ein paar Stufen reinsetzen. Und hier in der Mitte ist einfach nur Glas oder was? Nee, da will ich dann die Feuerschalen hinsetzen. Da willst du die Feuerschalen hinsetzen, okay. Willst du das dann trotzdem so hoch lassen oder willst du das hier eben machen? Was sagst du? Nee, willst du das hier als eventueller als Grillplatz benutzen oder einfach nur als, keine Ahnung. So würde es aussehen. Aber Ja, schade, ich was? glaube, damals alles komplett voller Feuerstein gemacht. Ja, ich glaube, das ist aber dann zu viel. Also ich würde schon, wenn dann nur die Viere lassen. Aber wahrscheinlich dann die Bedrock Wall wegreißen und daraus dann einen Zaun machen und das Glas rausnehmen. Ja, das kannst du dir ja dann abändern, wenn du das möchtest. Genau. So. Ja, da haben wir das jetzt so. Hier, wie gesagt, entsteht unser nächstes Community House. Mindestens Teil 1 erstmal von 2. Und ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen, auch wenn die Folge hier heute etwas überlänger hatte. Aber ja gut, das kann passieren, wenn man ich eben halt nicht aufschreibe, wann und wie und wo. Aber okay, ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. So, gut. Dann sagt die Fiene jetzt auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Schaltet auch morgen wieder ein. Und in der Hinsicht, macht's gut. Ciao. Ohne X.